Wo ist der denn? Also mindestens eine Person muss ja noch überlebt haben. Ah ja, danke. Mach mal was. Was? Wie viele? Schön. Was, was? Sie hat sie erwischt! Findet ihr Versteck! Bleib erstmal liegen. Verschwunden! Sie kann nicht weit sein. Ach du Scheiße. Tödliche Effizienz. Also das war schon gut, ey. Puh. Jawohl, thanks auch for the compliments. Das war echt Special Forces würdig. Danke. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich gerne so am Anfangsgebiet kämpfe, weil ich mir gerne mein Areal ein bisschen präpariere. Bis zu einer gewissen Gegnermenge geht das auch ganz gut. Ab einer gewissen Gegnermenge wird es schwierig. So, auch Schalldämpfer gut hausgehalten damit. Alles sehr, sehr gut gemacht bisher. Medikit haben wir, brauchen wir nicht. Super, 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 super. Da kann ich mich gleich nochmal auf die Mollys konzentrieren. Aber ich überlege noch, ob ich Molly oder Schalldämpfer anfertigen soll. Oh, und sogar noch weiteres Leben. Gott sei Dank, ey. Ach ja, jetzt kann ich sogar Molly und Schalldämpfer machen. Super. Und diese Bomben brauche ich nochmal demnächst. Da muss ich bald mal ein paar von anfertigen. Ich nehme jetzt aber mal den Schalldämpfer ab. Okay, nochmal kurz hier zurückgehen. Sie hat immer noch nichts gesagt, by the way. Das heißt, irgendwo könnte noch ein Gegner sein, aber... Kann mir wer sagen, aus welchem Spiel tödliche Effizienz ist? Tödliche Effizienz. Ja, da kann man crouchen. Schön, dieses Gebiet auch mal zu erkunden und zu sehen, was da alles drin ist. Hitman? Nee, der Charakter sieht aber aus wie Hitman, der das sagt. Geben Tipp, es ist ein Strategiespiel. Warframe? Auch nicht. World of Warcraft? Nie gespielt? Nope. Bumble! GG, Alter! Command & Conquer! Command & Conquer Red Alert Kane. Sagt Kane das auch? Ah, okay, nee. Kane ist es nicht. Achso, weil er so aussieht, wahrscheinlich. Nee, es ist tatsächlich Colonel Burton aus Command & Conquer Generals. Das ist einer der Sprüche, den er sagt, wenn du ihn, den Charakter halt anklickst.
Nach der tödlichen Effizienz. War nur geraten wegen dem Look. Naja. Ja, stimmt. Bei C&C denkt man da eher an Kane. Okay. Schön viel eingesammelt, Leute. Muss auch sein. Für die Leute, die sich dann vielleicht ärgern und sagen, warum lootest du so viel? Brauchen wir. Wir brauchen den ganzen Loot, den wir finden können. Loot ist gut. Denn wie sagte Donaldius, Jaius, Trampus, erst wenn das Looting startet, kannst du mit dem Shooting starten. Blöderweise meinte er es nicht zu einem Videospiel. Aber hey. Sichert das Überleben, genau. Ich sag's immer so, wenn man jetzt ein bisschen mehr lootet, 10 Minuten oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass man irgendwo vielleicht mal eine Stunde oder so dranhängt. Naja, noch ein Medikit gefunden, sehr schön. Super. Ah, schade. Ich dachte, ich kann die nochmal nachbefestigen quasi. Das wäre gut gewesen. Gut, Pfeile. Boah, es ist auch echt krass, dass du zwei Pfeile hast, vier haben kannst und sechs das absolute Maximum ist. Crazy. Und rutschen. Schauen wir uns hier mal um. Digga, wie viele sind das? Warum holen die so viele Leute für einen Eindringling? Wegen der Scheißschule und dem TV-Sender. Ich dachte, das waren Scars. Diese Eindringlinge arbeiten vielleicht mit ihnen zusammen. Nicht nachlässig werden. Scheiße, Hinterhalt! Ich glaube, das kam von da hinten. Sie haben ihn. Sollen wir mithelfen? Aus dem Weg! Nein! Ich hab dich doch zuerst angreifen wollen! Komm her! Bitte was? Gott, da kommt noch ein Trupp an, oder was? Bruder muss los. Okay, wo sind die Gegner? Anyone? Hm.
natürlich kommt der genau dann. Oh Gott, jetzt bin ich wieder in der. Schnappen wir uns einen und finden es raus. Problematischen Situation. Das war ziemlich stark bisher. Ich wollte schon sagen, als ob der mich jetzt direkt sieht, sobald er hochkommt. Okay, schon längst wieder weg. Was macht denn der Hund da? Die sind halt im Nahkampf krass, deswegen will ich den eigentlich loswerden. Oh Mann. Der Arme komplett alleine, aber er würde für mich trotzdem zur Gefahr werden. Ja, der Hund traut. Aber der hätte ja im Stehen trauen können, das meine ich. Ist ohne, dass es empathielos klingen soll, aber. Jo mai. Du Monster. Wait a second, hier oben gibt es auch noch eine Menge zu erkunden auf dieser Ebene. Erstmal Peter anrufen. Peter! Oh, wait. Wenn es ums Überleben geht, ist es gerechtfertigt. Ja, wenn es ums Überleben geht, ist so vieles gerechtfertigt, wo ich sonst halt sagen würde, ey, nee. Wobei es teilweise Sachen gibt, wo ich... Ich will niemals in so eine Situation geraten, damit ich mir da keine genaueren Gedanken dazu machen muss, aber... Ihr kennt ja dieses klassische Beispiel, diese Szenerie. Bergsteiger. Einer von beiden übersteht's nicht. So, der andere hat nichts zu essen. Was machst du, Alter? Boah, immer wenn ich irgendwann anfange, ein bisschen zu smalltalken. Kannst du mal... Hör mal auf! Mach nicht diesen... Wo ist der Hund? Weg mit dir, Kollege. Was willst du denn überhaupt? Nicht, dass er irgendwie um die ganze Levelgrafik drumherum springt. Weil hier kann er nicht drüber. Und mir dann irgendwann hinterher hüpft. Halt die Augen!
Los, heil dich! Uff. Ja, ey, die Situation war wirklich Miroslav. Uff. Nein. Ah, Naughty Dog, Alter. Die wollen nicht, dass ich aus einer erhöhten Position schießen kann. Wobei, wait a second. Super. Deswegen alles an Loot mitnehmen, was geht. Verstärkte Machete jetzt auch noch. Okay, let's go. Los, los! Wusst's doch. Also den krassen Action-Einschlag begrüße ich nicht so ganz, muss ich sagen. Oder wie es heutzutage heißt, fühle ich nicht so. Ob der mich denn umzingelt? Laut Anzeige sollte ich wohl noch was herstellen. Machen wir mal das. Das finde ich gut mit der Fertigungsmenge. Ach, come on! Ich muss da runter, oder was? Ist euer Ernst? Okay. Tommy? Was zur Hölle machst du hier? Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Jesse? Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Latein! Sie ist da lang! Scheiße, das sind echt viele. Nein, der wurde auch schon erwischt. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Meine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist.
Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Okay, warte mal. Wofür? Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den linken. Der Scheiß wieder. Wir brauchen mehr Leute. Aber ob ich den rechten kriege? Keine Ahnung, Mann. Bei dir, Mann. Hey, hab was gesehen. Beim Zaun! Ja. Ich dachte, ich muss nachziehen, damit wir den rechten auch haben. Warum machst du überhaupt die Pläne, Mann? Ohne dich war es viel einfacher, Mann. Geh weg. Guter Schuss. Ellie! Hab die Schlüssel! Weg hier! Ich muss erst looten! Steig ein! Ich muss looten! Okay, rein am. Okay, wir sind! Ich hab hier unendlich Schuss, glaube ich. Alter. Scheiße! Achtung! Aus die Wolfe! Lass sie nicht entkommen! Das sah aus wie Nathan Drake. Achtung! Ja, dann hätten sie eigentlich gleich fighten können. Oh, 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 weg hier, weg hier. Okay? Bin mir nie besser. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Hier, komm. Danke. Hier lang. Okay. Aber die bleiben konsequent, dass sie ihren Hoodie vergessen hat. Uff, Alter. Hui. Hey. Oh mein Gott.
Ja, Bumble hat recht. Ob sie sagen wird, dass der Vater ist? Hey, alles okay? Ach, ich brauche nur eine Portion Schlaf. Wir sollten reingehen. Komm mal, bitte keinen Biss, ey. Okay, komm. Langsam. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen. Ich lasse meine Freunde nicht im Stich. Und du bist krank? Oh, nur ein bisschen Bauchweh. Komm, setz dich doch. Hm? Nein, nein, nein. Ach, das musst du nicht machen. Sei still. Wann bist du aus Jackson weg? Einen Tag nach dir. Aber an der Grenze zu Oregon gab es viel Schnee. Ich war die letzten 2 Wochen jeden Tag 18 Stunden unterwegs. Ach ja. Kann ich irgendwas schenken und alles ist vergessen? Ich weiß, sie will eine Entschuldigung. Alles. Alles. Hä? Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen deprimierend für Ellie, dass der Glenn auftaucht. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Nee, Jesse, oder? Glenn war aus Walking Dead. Die Entfernung hat er die gesehen, bei diesem roten Schild. Willst du es probieren? Ja, dass der Jesse auftaucht und Bist du sicher? Ja. Ich bin heute großzügig. Ich sag mal, die beiden... Der Glenn und Dina, die waren ja schon ein wenig. Also, Kind kann ja dann durchaus ein Grund sein. Das Rote? Dass man dann sagt so. Zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher zielen. Gib der Kugel Spielraum zum Fallen. Okay. Ah. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Das ist jetzt natürlich schwierig, wie gesagt. Na bitte, ich sehe noch welche. Zeit. Erwischt. Mag das Teil. Das waren alle. Krasse Waffe. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Oder auch nicht. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Hoch dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Oh. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich zähl noch 3.
Das ist jetzt wahrscheinlich das Foreshadowing. Ich sehe noch. Weil wir gleich die Sniper bekommen werden. Ich freue mich schon auf die Waffe. Wo ist der letzte? Bin beeindruckt. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Schade. Das ist Project Cars 4. Uff, okay. Was dachtest du denn? Drei noch. Ach, schade. Das war wieder zu tief. Keine Eile. Du kriegst das raus. Komm schon. Du lernst echt schnell. Ja. Ja. Da sind noch. Project Cars 4. Jetzt noch weniger Simulationsrennspiel. Gut gemacht. Ihr habt ja gerade die Fahrphysik gesehen, als wir weggefahren sind. Also. Es reicht nicht ganz am Project Cars 2 ran. Davon erzähle. Ich sehe keine mehr. Ja, ich auch nicht. Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Und ja, weil die Frage aufkommt, der Stream ist gesichert. Damit man nicht als Minderjähriger zuguckt. Ist natürlich die Frage, wie gut so Sicherungen sind, aber... Hey, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Was? Wo ist denn jetzt los? Hallo? Achso, ich soll rein, alleine, okay. Habt ihr da draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und, wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Er wartet. Vielen Dank, by the way, Jogokt, für die 100 Bits. Merci, mein Lieber. Und guten Abend. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Genau, Timus 07 versteht also, fürs Geburtsjahr, Kappa. Johnny, und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren Routen.
Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, ich meine, er hat es schon verdient. Aber cooler Twist, wie sie entkommen sind. Du bist witzig. Hey, Schimmer, pass auf dich auf. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Brauchst du Hilfe? Hab schon. Das geht schon. Hier können wir nicht lang, oder? Was? Verdammt! Könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Wait, what? Okay, gern. Die Ostringer. Oh, danach habe ich schon gesucht. Der Weg hier hat sich schon gelohnt. Wow, er hat 60 Intelligenz und 40 Muskelkraft. Maxence Pierre. Zugehörigkeit keiner. Als 14-Jähriger wurde Maxence Pierre von seinen Eltern mitten in der Montagne Noire ausgesetzt. Mit Hilfe eines gütigen, intelligenten Habichts. Daher der Sound. Weiß nicht, ob es ein Habicht war, es ist aber auf jeden Fall ein Vogel gewesen. Erreichte er eine kleine Hütte, wo er auf einen geheimnisvollen Schamanen traf. Durch hartes Training, auftragen, polieren. Er lernte Max die Fähigkeit, in den Geist von Habichten und anderen Raubvögeln einzudringen. Unter dem Namen The Ostringer arbeitete Max heute als Auftragsdieb und Informationsbeschaffer für den Meistbedienter. Auch ein guter Name. Außerdem versuchte er immer noch herauszufinden, warum er vor all den Jahren in den Bergen zurückgelassen wurde. Neutral. Naja, er ist ein Meisterdieb, aber er ist neutral. Ist kein Verbrecher, ist kein Schurke. So, was machen wir jetzt, Joel? Gehen wir ins Hotel, okay. In dem Graben war eine seltene Heldenkarte. Die sammelst du immer noch? Nur kein Neid. Ich tue mein Bestes. cm steht für den Oberarmumfang, ja. Bei Timo steht die 0,7 auch für den Oberarmumfang. 0 der eine Arm, 7 der andere. Ach, verdammt. Oh, das könnte was sein. Glaubst du, du passt da rein? Versuchen kann ich's. Wo? Vorsicht. Yep. Ich bin durch. Moment. Okay. Mich irritiert es, dass man hier Sachen aufsammeln kann. Das impliziert, dass durchaus Gefahrensituationen auf uns zukommen könnten, die beim letzten Mal zumindest ausgeblieben sind. Siehst du was? Ich suche. Ah ja. Na hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Ja, und Aiming mit 0,1. Muss mit Timo pumpen gehen. Ah ja. Badabababababadam. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren.
Aqualife. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Bereits da hinterfragt sie das Thema Maske anziehen. Oh, wait a second. Wir müssen das klug angehen. Wenn du aufhörst, die Maske zu tragen, wirst du irgendwann einen Fehler machen, wenn es gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Ja. Vielleicht. War das alles, was ihr sagen wollt? Okay. Ich finde nicht, dass das ein großartiges Versäumnis ist. Wenn hier schon Sporen drin sind, ist es eigentlich ganz gut, wenn man draußen bleibt. Oh. Mit dem Finger gegen das Mikro gekommen. Tut mich sorry. Ach, moin Toaster. Spiel läuft super, danke. Moment, Samstag ist Comedy oder Community GPO? Wo ist Joel? Wait, what? Okay. Copper Peak Inn. Ruby, tut mir leid, falls unsere Patrouille euch gestern etwas erschlagen hat. Wir treffen nicht oft auf neue Leute. Ich kann verstehen, warum ihr nicht begeistert wart, uns nach Jackson zu folgen. Aber hier ist es echt schön. Wir haben Strom. Die Ernte ist üppig. Es könnte was Besonderes für dich und deine Familie sein. Ruby, okay. Meine Jungs sind nicht wiederzuerkennen. Bevor wir nach Jackson kamen, ging es nur darum, am Leben zu bleiben. Mir hat nicht gefallen, wie sie sich entwickelt haben. Sie benahmen sich fast schon so wie die Leute, vor denen wir geflohen sind. Jetzt klettern sie auf Dächer, um Löcher zu flicken und heben Gräben aus. Harte Arbeit, aber jeden Abend kommen sie mit einem guten Gefühl nach Hause, hier etwas aufzubauen. Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie tragen Verantwortung. Du hast doch früher unterrichtet. Du könntest hier vor einer Klasse mit lauter wissbegierigen Kindern stehen. Das ist kein Hirngespinst. Bitte überleg dir, ob du nicht einmal vorbeikommen willst. Ich könnte dir alles zeigen. Terra. Nun. Okay, dann ist es Samstag Comedy. Danke. Wann kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Ist das jemand von uns? Nein. Die einzigen, die in Jackson vermisst werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Der ist zu alt. Er ist bestimmt nur herumgeirrt. Wait, da sind Sachen drin? Nee. Ich glaube, das ist der Raum, über den wir reingekommen sind. Dann gehen wir hier weiter. Badam, badam. Badam, badam. Okay, hier finden wir aber deutlich mehr als beim letzten Mal. Und auch deutlich früher, also. DigiPoint Racing finde ich gut. Wait, what? Hi. Ja. Hol das Lasso raus. Wir spielen Cowboy und Indianer. Wir sind auf Patrouille, stimmt's? Okay. Schalten wir sie aus. Gute Nacht, Bennett. Let's Play wird hochgeladen, ja.
Na. Nein! Ah, noch ein Klicker. Noch ein Klicker, Mann. Nein. Ah, okay. Nein! Sauber. Ja, so anders kann's laufen, wenn man den Klicker direkt erledigt. Cool. Der Infizierte, bereit machen! Raus! Da! Geschafft! Hui. Hier drüben! Schrei nicht so laut, Mann, ey. Pass auf! Hier ist der Stock! Schenk von dir! Ha! Paniksprung hilft! Ja, Mann. Paniksprung hat mich gerettet, ey. Wow! Ich hab ihn! Da sind noch mehr! Oh, ich dachte, ich habe keine Mollys. Joe, ich glaube, das war's. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Hui. Ja, das war ja aufwühlend. Paniksprung-OP, ja, aber sowas von. Joel, kannst du mal bitte auch looten, ey, ganz ehrlich? Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir.
Dave kennt keine lautlosen Kills, ja. Wäre eh sehr schnell sehr eskaliert. Oder ist sehr schnell sehr eskaliert. Gute Nacht, Gaspi. Oh mein Alter, für einen Moment dachte ich, dass jetzt eine Todesanimation von ihr kommt. Ja. Die hätte, wir haben es geschafft. Die hätte ich nicht gern gesehen, ey. Haben wir. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin? Nichts, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. Ja, klar. Ich sag mal, wenn ich in der Realität so nah am Tod wäre... Brudi, das kannst du nicht durch Schlaf heilen. Das ist ein lebenslanges Trauma, was du da mit dir führst. Aber okay. Beziehungsweise ist irgendwann dein ganzes Leben einfach ein Trauma. Aber weniger Trauma ist es mit Schauma. So könnte eine Produktplatzierung aussehen. Schauma, wenn ihr Bock habt. Uff, Alter. Uff. Really, Dave? Ja, klar. Vielleicht guckt gerade jemand von Schauma zu. Was machst du da? Was für ein A2 Bloaterlauer? Das wird schon. Wobei der Bloater und der Scrambler, hießen die anderen Scrambler, die waren recht ähnlich. Oder Smasher? Wie auch immer. Spuren sind weg. Krasser Kampf eben, oder? Oh ja. Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Sie sind zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein. Hm. Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Wir werden sehen. Ha! Wir nicht. Gut predicted. What? Wow. Ach so, das war ein Spiegel. Oh Gott. Da war immer noch der Spiegel. Ich sehe den Typen und höre einfach, wo... Ja, okay. Boah, Alter, das wäre jetzt... Holy moly, ey. Shambler, danke. So hießen die... widerlichen Furzgegner. Wenn sie einmal furzen, wirst du ersticken. Selbst mit Gasmaske, weil deine Haut wegätzt. Puh... Ja,
Ja, aber bis jetzt sehr, sehr krass. Ich muss aber sagen, dass es zum Glück nicht so sehr auf Horror setzt. Auch, glaube ich, durch dieses Freiheitsgefühl teilweise. So, dass ich nicht wie bei Resident Evil dieses Gefühl habe, okay, ich muss nach jeder Stunde mal eine kurze Pause machen, sondern es geht echt gut. Hier wird nach schon auch nicht schaden. Ja, aber ich hatte... Kannst du dich da durchzwingen? Heute mehr als 8 Stunden. Oder? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall irgendwann... Okay, später. Hau rein, Götte. Gute Nacht, Götte. Ja. Das sind sie. Ja, das ist eine der Teenager mit dem Rucksack. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Hat man direkt erkannt. Oder vermuten können. Du könntest recht haben. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. In Liebe, Adam und Sydney. Ich habe sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Hm. Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben die gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Ich habe sie ihre Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Aber ich verstehe eine Sache nicht. Wäre es unabdingbar gewesen, dass Ellie stirbt, damit man eine Heilung findet? Weil sonst gäbe es keinen Grund, Ellie da rauszuholen, finde ich.
Oder gäbe schon einen Grund, weil Ellie halt irgendwo leidet, wenn sie halt da Anführungszeichen festgehalten wird, aber okay, sie hätte sterben müssen. Jesse schläft. Sie hätten ihr das Gehirn wegschneiden müssen. Oh Gott. Hey, lass mich mal. Okay, danke. Er ist ein guter Kerl. Ach, bei ihr, das Cordyceps ist auch im Gehirn. Okay, krass. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Okay, man hätte den Pilz entfernen müssen aus dem Gehirn. Was ist hiermit? Hilft uns das? Uff. Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Okay, krass. Sie geht weiter auf Mission. Ja, aber was, okay. Was? Ich überlege gerade. In Folge sollte ich zum Krankenhaus kommen. Ich überlege gerade, was kann sie wissen und was vielleicht nicht. Jesse ist hier. Das ist gut. Er kann mir helfen, Dina zu beschützen. Es hat sich gut angefühlt, dass er da war, um die WLF gekümmert hat. Vielleicht finden wir diese Leute mit seiner Hilfe schneller. Ich will nichts davon hören, dass wir umkehren sollten. Alright, Leute. Gut, ich guck mal ganz kurz, was wir hier haben in Sachen. Leas Notiz vielleicht mal. Okay. Karte von Seattle. Ja, aber mal im Ernst gefragt, warum kann ich denn, wenn ich die Taste gedrückt halte, mittlerweile nicht mehr die Karte aufrufen? Also Tommy ist da ganz oben. Wir sind jetzt beim Theater. Und da unten ist Nora, okay. Alright. Kann ich denn jetzt die Taste gedrückt halten? Nein, das geht nicht. Oder war das irgendeine andere Taste, die ich drücken musste? Ich glaube nicht. Route 5. Nach da. Okay. Schmorf? Wait, what? Okay, Leute. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann nochmal ein Päuschen mit The Last of Us 2. Wir waren heute fast 7 Stunden unterwegs. 6,5. Puh, wir sind sehr, sehr weit gekommen. Vieles ist passiert. Tatsächlich auch was Character Development angeht. Und die Frage, die ich mir halt wie gesagt jetzt stelle, ist, was genau weiß Ellie? Weil vielleicht ist Joel irgendwann mit der Sprache rausgerückt. Also es gibt eigentlich zwei Optionen. Sie steuern ja darauf zu, dass sie anscheinend das hinterfragt. Und entweder sie weiß es schon und sie hat gesagt, hey, also sie mag ihn deswegen umso mehr. Einerseits vielleicht hasste sie ihn eine Weile lang, weil er verhindert hat, dass sie die Welt rettet. Oder aber, wobei das auch eh nicht wirklich nachhaltig gewesen wäre wahrscheinlich. Ich meine ganz ehrlich,
Dann kannst du ein paar Leute mit heilen, aber kannst du die Welt damit heilen? Die Welt ist ja davon befallen, von dem Kram. Andererseits ist die Beziehung vielleicht umso eher gestärkt, weil sie sich denkt, hey, der Typ will mich sichern und hat mich so gern, dass sie alle anderen dafür opfert, quasi. Oder aber sie wird irgendwann im Laufe der Story das noch erfahren. Wer weiß. Genau, vielleicht so, wer weiß. Ansonsten, vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich sag mal, für das VOD, Daumen nach oben da lassen, Abo raushauen, gerne beim nächsten Mal wieder einschalten, auch gerne auf Twitch auschecken. Und haut rein.